tongue. He is Dovahkiin. Dragonborn. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder bei Kilians Pokémon-Lexikon dabei seid. In der heutigen Folge stelle ich euch mein Magneton vor. Magneton ist die Weiterentwicklung von Magnezilo und die Vorstufe von Magnezone und hat wie diesen einen Elektro-Stahl-Typ. Dieser gibt ihm eine Doppelschwäche gegen Boden, eine Schwäche gegen Feuer und Kampf, eine Resistenz gegen Normalpflanze, Fee, Elektro, Psycho, Käfer, Gestein, Drache und Eis, eine Doppelresistenz gegen Flug und Stahl sowie eine Immunität gegen Gift. Für alle, die sich jetzt fragen, ob ihr überhaupt irgendwas neutral trifft, ja, Wasser, Geist und Licht treffen neutral. Magneton hat für ein nicht voll entwickeltes Pokémon relativ gute Statuswerte, wobei hier speziell Verteidigung und der Spezialangriff herausstechen. Die EV verteilen wir bei Magneton voll in KP und Spezialangriff, dazu ein mäßiges Wesen, um den Spezialangriff zu maximieren. Die letzten 4 Punkte packt man entweder in Verteidigung oder Spezialverteidigung. Magneton hat mehrere nützliche Fähigkeiten, allerdings möchte ich für dieses Set seine versteckte Fähigkeit Analyse. Diese gibt dem Magneton einen 30%igen Schadensbonus, wenn es in einer Runde als letztes angreift. Dieser Boost funktioniert auch, wenn der Gegner das Pokémon auswechselt. Im Moveset habe ich hier Donnerblitz, Lichtkanone, Voltwechsel und Triplette. Donnerblitz und Lichtkanone sind starke Step-Attacken, die sich zwar nur mäßig covern, aber zumindest das Gröbste abdecken. Voltwechsel erlaubt es Magneton nach dem Angriff auszuwechseln und Triplette ist eine Normal-Coverage, da Magneton sonst nicht hat, um andere Elektro-Pokémon zu treffen. Witzigerweise sind die Pokémon aus Magnetilos Evolutionsreihe und das normale Rotom die einzigen Pokémon, die allen Attacken aus diesem Set resisten. Als Item nutzt man auf Magneton selbstverständlich den Evolit, um seine Verteidigungswerte um 50% zu erhöhen, wodurch Magneton wirklich eine Menge wegstecken kann, vor allem wenn man bedenkt, dass er gegen 12 Typen eine Resistenz oder Immunität hat. Magneton lässt sich daher problemlos in viele Attacken einwechseln. Da Magneton eher langsam ist, kann es über Voltwechsel für sichere Switch-Ins sorgen. Nebenbei macht er auch ganz schön viel Schaden, da er durch Step und Analyse mit Voltwechsel auf eine Stärke von 136,5 kommt. Vor allem wenn man bedenkt, dass Magneton einen relativ starken Spezialangriffswert hat. Aufpassen muss man hier lediglich, wenn der Gegner noch Boden-Pokémon oder Pokémon mit Voltabsorber, Starthilfe oder Blitzfänger hat, da euer Gegner diese in einen Predicted Volt-Switch werfen kann und euch somit das Momentum nimmt. Wenn ihr merkt, dass euer Gegner so etwas gut predicten kann, dann geht einfach mal auf eine Triplette oder Lichtkanone, um den Switch eine kleine Lektion zu verpassen. Da Magnetons Fähigkeit auch bei gegnerischen Switches funktioniert, erhalten diese oft enormen Schaden. Hat euer Gegner nichts mehr, um Elektroattacken ins Leere laufen zu lassen, so könnt ihr getrost jederzeit mit Magnetons langsamen Voltwechsel eure Pokémon sicher ins Spiel bringen. Gute Teampartner für Magneton sind vor allem Pokémon mit Schwebe oder einem Flugtyp, da diese Bodenattacken abfangen können, die Magneton sonst garantiert trotz Evolit One-Hitten würden. Feuerfänger-Pokémon wie Turnupto können zudem noch Feuerattacken abfangen und gegen Kampfattacken helfen vor allem Geist-Pokémon. Magnetons Schwächen lassen sich so zum Glück alle wunderbar abdecken. Ansonsten spielt Magneton allgemein gerne mit Setup-Sweepern zusammen, da er diese mit seinem langsamen Voltwechsel sicher in eine günstige Ausgangssituation reinbringen kann, um ein Setup aufzubauen. Das war's jetzt aber erstmal von meinem Magneton. Jetzt seid ihr wieder dran mit Aussuchen.